In wenigen Minuten startet die spektakuläre Show von US-Superstar Tommy the Clown und seiner Hip-Hop-Tanztruppe im Hamburger Grünspan. Gestern haben wir ja bereits Karten für die Veranstaltung verlost. Auch der Hamburger Tanzlehrer Metin aus St. Georg weiß, dass Kinder mit Tanzen von der Straße geholt werden können. Warum gerade Breakdance für die Kids so faszinierend ist, zeigen meine Kolleginnen Sarah Nass und Rogia Zolfagari. Das hier ist ein Battle, ein Kampf mit vollem Körpereinsatz, aber ganz ohne Gewalt. Es geht um Selbstbehauptung, Anerkennung und vor allem aber auch um Spaß. Die Jugendeinrichtung Schorsch in St. Georg am späten Nachmittag. Hier in der Breakdance-Gruppe von Metin Demidere lassen die Kinder alles raus, was sich am Tag angestaut hat. Manchmal, wenn ich Streit mit meiner Mutter habe oder so, dann komme ich halt rein und dann bin ich immer sauer. Und dann kommt ein Mädchen zu mir und meint so, was ist los, komm, lass mal deine Wut raus. Also es ist genauso, wenn man auf ein Kissen schlägt, ist es für mich, wie man, dass ich tanze. Und das gibt mir halt die Energie. Ich habe es auch sehr oft erlebt, zum Beispiel, wenn Ferien waren, dass sie dann zum Beispiel, wenn sie nicht tanzen konnten, sehr aggressiv waren auch teilweise. Und irgendwie wirklich ein Ventil gebraucht haben zu tanzen. Für die Kinder im Problemviertel St. Georg ist Metin alias Matrock mehr als nur ein Tanzlehrer. Er ist einer von ihnen, kennt jeden Einzelnen genau und weiß, was bei ihnen zu Hause und in der Schule los ist. Ich hatte auch sehr viele Probleme, auch in der Schule. Es stand noch nicht mal fest, ob ich meinen Hauptschulabschluss kriege. Und das Tanzen, diese Gemeinschaft, die ich dann gespürt habe und auch natürlich zu Musik zu tanzen und so weiter, das ist alles drum, rundherum, dieses Hip-Hop, die Klamotten, der Style und so weiter, das hat mir geholfen, irgendwie von diesem Straßengang-Geschichten oder auch irgendwie Mistbauen davon wegzukommen. Inzwischen hat der gebürtige Türke die Berufsschule abgeschlossen und sich als Tänzer einen Namen gemacht. Die angehenden Breakdancer finden es klasse, dass Matti nicht nur Anweisungen gibt, sondern aktiv mitmacht. Tillmann Krüger, Leiter der Einrichtung, ist stolz auf Mettins Einsatz. Schließlich kann er ihn dafür kaum entlohnen. Der Kurs ist für die Kinder kostenlos. Viele Kids haben eben wenig Geld, um dafür irgendwelche Kurse zu besuchen und verbringen dann ihre Zeit auf der Straße zum Großteil. Und wir versuchen natürlich mit solchen sinnvollen Angeboten die Kids runter von der Straße zu holen, um so darüber hinaus dann auch Kontakt zu den Kids zu kriegen, sie vielleicht auch mehr für unser Haus, für unsere anderen Angebote zu interessieren, da wir dann ja auch weitergehend praktische Lebenshilfe bieten. Also Hilfe bei Schulproblemen oder Stress mit den Eltern. Bei Jenny hat das Auspowern im Tanzkurs schon erstaunliche Wirkung gezeigt. Der Stress ist weg. Jetzt kann ich nach Hause gehen und Entschuldigung zu meiner Mutter sagen oder sowas, ja. Sich abreagieren, um dann wieder aufeinander zuzugehen. Breakdance als Anti-Stress-Programm. Die besten Problemlöser können manchmal so einfach sein.